Marco Wölfli, jetzt ist es soweit, jetzt ist definitiv vorbei. Wie fühlst du dich heute Morgen? Müde. Aber eigentlich im Großen und Ganzen gut. Ich bin glücklich. Ich glaube, wir haben etwas Unglaubliches erreicht gestern mit dem Double. Und ja, glaube ich, vor allem Freude und vor allem den Moment genießen. Hast du schon realisiert, dass es jetzt wirklich fertig ist? Es war so ein langer Prozess, es war ein bisschen außergewöhnlich, aber wie sehr realisiert man das schon? Ja, ich tue sicher realisieren. Aber ich glaube, der Moment jetzt mit den Emotionen von gestern, mit dem Match und jetzt noch ein bisschen, ja, mit der Müdigkeit und ja, begreifst, glaube ich, erst in den nächsten paar Wochen, dass jetzt eigentlich definitiv fertig ist. Weil du ja gleich immer, ja, den Körper müssen oben behalten und mental bereit sein. Und ja, habe mich vor allem in den letzten paar Wochen schon ein paar Mal verabschiedet. Aber ich glaube, dass es jetzt definitiv ist und jetzt, wenn ich dem Spind noch Raum und alles, das wird sicher in den nächsten Tagen sicher auch ein bisschen emotional sein. Aber das soll auch so sein. Ich glaube, es waren sehr schöne Zeiten, die ich hier bei BBH durfte erleben. Und da schaue ich sicher auch sehr gerne zurück. Jetzt, gestern ist eigentlich, es ist perfekt Abschluss mit dem Double. Also, es ist wie eigentlich schon vor zwei Jahren, 2018, ist schon gewesen, viel besser hätte es gar nicht mehr kommen können. Und gleich ist es einfach immer noch mal besser geworden. Ja, das ist so. Ich glaube, dann im 18. Ich glaube, das mit den Emotionen, die dann passiert ist, das haben wir schon manchmal darüber geredet. Das, ja, ist, glaube ich, einmalig nachher, im Fußball. Aber ich glaube, es hat sich nachher immer weitergegangen. Wir sind Meister geworden. Wir konnten die Champions League spielen gegen Juve, wir haben noch gewonnen daheim und nachher auch am Schluss noch das Double. Ich glaube, es ist unglaublich schön und ich bin vor allem auch sehr dankbar, dass ich das auch miterleben durfte. Und freue mich jetzt, aber auch, dass ich jetzt mal ein bisschen runterfahren kann, das ist klar. Wie viel Wehmut war gestern Abend dabei? Es ist eigentlich noch gegangen, muss ich sagen. Ich glaube, ich habe vor allem den Moment genossen. Ich glaube, es sind die positiven Emotionen, die wir gestern hier hatten, die ja, sehr spannender Match war. Wir wollten es unbedingt holen. In der ersten Halbzeit war es nicht gerade so einfach. Aber schlussendlich glaube ich, haben wir verdient gewonnen. Und, ich glaube, ich habe vor allem den Moment genossen. Ich denke, es wird sicher in den nächsten Wochen sicher auch kommen, dass das Kabinenleben und alles Mögliche, was hier im Stadion mir ein bisschen fehlt, oder einfach schon mal auf den Platz trainieren kann, das wird sicher dann ein bisschen Wehmut kommen, aber ich glaube, es muss auch so sein und es gehört auch dazu. Du hast so viel erlebt hier. Was bleibt am Schluss? Also, was sind für Momente, die für dich am Schluss wieder in den Sinn kommen, wenn du zurückdenkst an all die Jahre? Puh, es sind viele Momente. Ich glaube, das Ganze gehört dazu. Ich glaube, der Weg, den wir gemacht haben zusammen, es ist nicht so wie in den letzten zwei, drei Jahren, wo wir nur am Jubeln waren. Es ist, wir haben sehr viele schwierige Momente zusammen dürfen erleben. Wir haben ja, zusammen gerannt, wir haben zusammen geflucht, aber ich glaube, wir haben vor allem zusammen gejubelt und wir haben zusammen Freude gehabt. Es ist ein sehr ehrlicher Verein, es ist ein familiärer Verein und das ist das, was mir auch immer die Freude gemacht hat und warum dass ich auch immer wieder verlängert habe eigentlich. Dass ich ja, den Weg mit IB, dass ich immer gemerkt habe, es ist richtig hier dürfen unterschreiben und bei jeder Unterschrift hat es mich glücklich gemacht und ich glaube, das ist genau das, wo für mich ausschlaggebend war. Der Verein an sich hat sich auch extrem verändert in dieser Zeit, in der du dabei warst. Also es ist wie eine andere Welt. Ja, ich glaube, das ist so. Ich glaube, als ich angefangen habe, jetzt glaube ich, im Durchschnitt 2.500 Zuschauer. Und jetzt ist mittlerweile im Normalfall jetzt um die 24.000 Zuschauer im Durchschnitt. Und da sieht man schon den Weg, den wir gemacht haben. Und ich glaube, es ist sehr intensiver Weg war. Sicher nicht immer einfach, das ist klar. Aber ich glaube, mit dem alten Wankdorf und nachher sind wir ins Neufeld und dann sind wir wieder hierher gekommen. Und ja, jetzt heisst es wieder Wankdorf. Von dem her tut sich, glaube ich, der Kreis wieder schließen. Und
ist, glaube ich, gut, dass ich gehen kann. Aber es ist schon so, es hat sehr viel verändert. Es ist auch sehr viel grösser geworden und, ja, sehr, oder noch professioneller. Und es ist für mich vor allem schön, dass ich diesen Weg können, ja, mittragen konnte. Es waren Jahrzehnte. Also es ist wirklich der grosse Wechsel von in ein ganz anderes, ganz neues Leben. Was kommt jetzt? Ja, das werden wir dann sehen. Nein, ich freue mich jetzt auch auf das neue Kapitel. Ich glaube, eben, für einen Fußball gibt es, glaube ich, nichts Schöneres, als mit einem Double aufzuhören. In den letzten 3 Jahren 4 Titel zu holen, ist, glaube ich, ein guter Moment, um aufzuhören. Aber jetzt kommt das neue Kapitel. Ich freue mich jetzt darauf, dass ich sicher den Weg mit IBD weiterfahren kann. In welcher Position werden wir dann sehen. Aber jetzt sicher in der nächsten Zeit, wo ich mal die Familie genieße. Weil, ja, ich bin sehr dankbar, dass sie mich immer so gut unterstützt haben. Wenn man dann schaut, ob meine Frau mir nach ein paar Wochen wieder irgendwie rausschießt aus dem Haus. Aber nein, ich glaube, jetzt ist mal sicher mal ein bisschen runterfahren, die Familie genießen und echt das mit IBE. Und das Zweite, was ich sicher auch machen will, ist das mit Immobilien. Das ist meine zweite Leidenschaft, die ich mir jetzt als zweites Standbein schon ein bisschen aufbauen konnte, wo ich sicher auch dort weiterfahren will und wo ich mich auch darauf freue jetzt. Jetzt hast du deine Händchen und die Schuhe an den Nagel gehängt. Wie wirst du beim Shooten bleiben? Also wie wirst du in der Freizeit noch shooten mit Kollegen? Oder ist es jetzt wie vorbei? Oder? Ich habe mir da noch nicht grosse Gedanken gemacht. Ich denke, jetzt in nächster Zeit ist es sicher mal zuerst mal ein bisschen runterfahren. Ich werde sicher mit meinen 2 Jungs sicher im Garten ein bisschen shooten, das ist klar. Aber sonst würde ich dann mal schauen, was sich da gerade ergibt. Vielleicht sage ich mal, ich will mal ein bisschen Ruhe, ich will jetzt mal ein bisschen nicht auf dem Fußballplatz sein. Es kann sehr gut sein, aber vielleicht sage ich nach einem Monat schon wieder, hey, ich brauche es wieder ein bisschen. Ich will ein bisschen mit den Kollegen kicken. Das werden wir dann sehen. Ich habe mir da wirklich noch gar keine Gedanken darüber gemacht, weil ich vor allem den Moment genossen habe. Und wegen dem werden wir dann sehen. Goalie-Trainer? Thema oder ist das etwas, das kannst du vorstellen oder? Ich glaube jetzt im Moment sicher nicht. Ich glaube jetzt im Moment, wo die sicher mal ein bisschen in die andere Richtung, kann man gut vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen Richtung Marketing geht oder Richtung Botschaften bleiben und eben das mit Immobilien. Aber ich weiß nicht, vielleicht in 2-3 Jahren zieht es mich wieder auf den Platz und ich will Goalie-Trainer machen. Das werden wir dann sehen, aber im Moment glaube ich eher weniger. Aber man kann schon davon ausgehen, dass man dich hier im Wankdorf eigentlich nach wie vor sieht. Halt nicht mehr unten auf dem Platz, aber irgendwo im Wankdorf. Ja, sicher. Nein, ich glaube eben. Ich habe vorhin gesagt, der Weg, der will ich, weiterhin mitbestreiten und weitergehen. Weil, es ist, 20 Jahre war eine sehr intensive Zeit auch gewesen, mit sehr viel Freude, ab und zu etwas schwieriger. Aber ich glaube, das gehört auch dazu und da will ich sicher weiterhin auch hier im Stadion, wo so ein bisschen mein zweites Zuhause ist worden, das ist klar, auch weiterhin da sein, das ist klar. Vielleicht noch zum Schluss, gibt es etwas, was vielleicht noch den Fans willst du sagen? Eine Botschaft für die Fans? Ja, ich glaube, es ist sicher für mich eine sehr schöne Zeit gewesen. Wir haben sehr viel zusammen erlebt. Wir haben, sehr viele intensive Gespräche haben wir zusammen gehabt. Ab und zu etwas schwieriger, das ist logisch. Aber ich glaube immer mit einem gewissen Respekt. Und ich muss wirklich den Hut ziehen, was sie immer für uns auch gemacht haben. Es ist eigentlich schon von Anfang an, habe ich gemerkt, mal, das ist eine sehr positive Fankultur. Und sie sind sehr dankbar. Und da muss ich, oder wir als Mannschaft, haben wir immer sagen, wow, hey, das, was wir hier eigentlich oder Fans, die wir mit ihnen erleben dürfen, die Stimmung, die sie immer für uns gemacht haben, die Unterstützung, muss ich einfach ein riesen Merci sagen, weil ich glaube, das ist nicht selbstverständlich. Und sieht man eigentlich auch nicht so viel auf der Welt. Merci vielmals dir, Wolf, für alles, was du für IBE gemacht hast. Merci. Merci dir. Perfetto.